Willkommen zurück bei Dragon Ball Z Dokkan Battle. Wir sind immer noch beim Saiyaman Event und versuchen hier das Dokkan Awakening zusammenzubekommen. Und vor allen Dingen alle Level einmal abzuschließen. Klasse nur 3 und da ist natürlich. Also alles klar. Es liegt wieder alles so beschissen, dass man einfach nichts machen kann. Ne? Er hat natürlich hat der wieder ein Krümel HP übrig. Natürlich wird da jetzt eine Superattacke reingewastet. Thank you.
Und wieder zwei Missionen. Die brauchen wir noch nicht. Was müssen wir überhaupt machen? Auf Z-Hard. All stages in hard, all stages in Z-Hard. Ah, okay. Dann könnte man eigentlich erstmal die anderen. Die haben wir gerade auf hard. Das sind ja nur noch zwei. Dann machen wir die zwei erstmal auf hard. Um uns die Zenny zu holen. Und dann kann ich meinen Vegeta erstmal auf UR machen. Ach, All Types ist immer gut. Die wollen wir noch haben, die Awakening da unten. Warum nimmt. Oh ja, na klar, natürlich nimm Blau. Ja, okay, seine Superattacke ist auch mit Blau aufgeladen. Dann passt das wenigstens. Ach, sowas Bescheuertes, ey. Thank you.
Achso, fertige Mission hatten wir jetzt gar nicht. Alles einzeln, super. Hier ging es, glaube ich, nur gerade durch in dem Level, oder? Ja. Kommt echt nichts anderes als ein Eins. Krass. Jetzt alles drei. Krass, fast gewonnen. Oh, da sollten wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen was an Szene bekommen. Vier Missionen direkt. Ah, da kriegen wir auch gleich die wieder. Wunderbar, da können wir jetzt direkt den Dokkan Awaken machen.
Na dann, Dokkan Awaken. Geht alles nach unten, aber Kosten nach oben. Okay. Auf jeden Fall den hier verkaufen. Oh, 500.000, nice. Da können wir direkt noch unseren ersten UR machen. Erstmal gucken hier. Den können wir jetzt nochmal Dokkan Awaken. Muss nur hier noch zwei Stück besorgen. Hier noch sechs Stück. So, jetzt kann man erstmal gucken hier, was. Wir hatten ja den hier als Leader mit dem KI plus 2. Und der hier hatte für Agilität, Tech und Stärke, HP und Attack 20%. Finde ich irgendwie besser. Was hat er denn eigentlich als Leader? Tech in Stärketyp, HP und Attack. Int und Physical Attack. Tech increased, all types. Oh, nice. Kostentechnisch erstmal kurz gucken. Ach, da ist genug offen. Kann man ihn hier erstmal auf Ultra Rare machen. Natürlich auch direkt zum Leader machen. Genau, erst dann der nächste UR, aber nur noch 4 kostenfrei jetzt, also von dem her. Das hat noch Zeit. Zeug dafür müsste allerdings da sein, ja. Fehlen halt nur die 750.000. Oh, wir müssen die jetzt natürlich noch alle auf Z-Hard machen. Beziehungsweise waren ja nur noch 3, glaube ich, auf Z-Hard offen. Ja, die waren schon fertig, ne? Da waren nur noch 3 offen. いきましょう。
2 wäre jetzt super, aber ja, klar, was ein Lack. Nice. Haut natürlich gleich in der ersten Runde seine Superattacke raus. Echt, der hat es in der zweiten Runde auch direkt wieder. Wenigstens hat es diesmal nicht so viel Schaden gemacht. Schon wieder. Wie assi ist das denn bitte? Und es stirbt auch einfach nicht. Ja, natürlich muss der jetzt unbedingt noch ein paar HP übrig haben. Oh, verdammt, Heilung.
auch wieder ein Krümel an HP übrig. Was ist denn das dauerhaft hier, ey? Der Wahnsinn. Und einen Rank Up direkt. Ah ja, eine fertige Mission hatten wir auch. Abraham müsste als nächstes, ja, guck mal noch mal nach, zur Vorsicht. So, eins Runden, nee, die haben wir gerade gemacht. Also ist Abraham als nächstes. Ja, zwar kein Super Saiyajin, aber naja. Sollte auf jeden Fall ein paar Links mit sich bringen. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, aber hier oben sind die Awakening Medals. Das ist schon okay, diesmal. Na gut, die eine müssen wir jetzt überspringen, das ist ein bisschen doof. Mal gucken, was Baba Ärger uns gibt. Nee, Baba. Ja, doch. Ja. Ja, passt schon. Naja. Ja, hätten drei sein können, aber ohne die Zahlen dafür kriegt man es natürlich nicht. Hier wäre jetzt eine schöne Linie gewesen. Und der müsste sie auch nutzen. Ja, man nimmt sie natürlich mit der Farbe. Naja. Wo sind die AP hin? Thank you.
Ach, hätte man vielleicht noch ein Heilungs-Item nehmen können. Du Scheiße, hat der gerade für 26.000 angegriffen. Ja, da hätte man sogar ein Heilungs-Item nehmen müssen, aber der kriegt ja mal überhaupt keinen Schaden rein. Sieh schon, das wird einen Stein kosten. Oh nein, ein Glück hat das beendet. Warum greift denn der noch an? Der ist doch tot. Da wurde doch vor die Scheibe geklatscht. Ah, merkwürdig. Ne, egal, hat eh nicht getötet, zum Glück. Ja, aber er greift natürlich zuerst an. Ja, Alter. Oh, wie lächerlich. Bleibt nur noch das jetzt auf Z hart. Thank you.
sich und er bekommt überhaupt gar keinen Schaden. Warum hat die denn 10.000? N40.000 war mir klar. So wenig Schaden wie der hier bekommt, das wird nicht nur einen von diesen Steinen kosten. Und so bescheuert wie das hier immer ist mit diesen dämlichen Kugeln, kommt, wird da auch kein Schaden rumkommen von mir. Ihn natürlich nicht getötet und er macht, hat natürlich einen Typ-Effekt nach oben gegen denselben Typen, natürlich, auf jeden Fall. Der ist immer noch nicht tot, der hat doch schon keine HP mehr. Die unpräziseste HP-Leiste, die ich jemals gesehen habe. Der Wahnsinn. Da hätten wir alles auf Z-Hard abgeschlossen.
könnten hier auf jeden Fall erstmal die Herkules-Statue hier verkaufen für 1 Million. Könnte man quasi hier Awaken machen. Aber es geht um 7 hoch mit den Kosten, leider. Und das haben wir, glaube ich, nicht mehr. 5 haben wir. Ne. Da fehlen noch 2 Level oder so. Sowieso erstmal die hier sammeln, den hochleveln. Für Erfahrung, nett. Ein Level müssen wir hier noch machen, damit ich noch ein Multi-Summon machen kann. Das passt aber, wir brauchen ja sowieso noch die Entwicklungsmaterialien. Sind wieder hier unten bei Stärke. Und zwar hart. Wir wollen jetzt hier die Silbernen haben. Und nur 4, ne? Pff, das ist ein Scheiß. So, wo lang? Hier. Da ist keins mehr, hier ist noch eins. Ach, der hat ein Stoppschild, lol. Dachte schon, hä? Hab doch eine 6, hätte er doch eigentlich direkt hinkommen müssen.
Warum nimmt er jetzt... Oh, er nimmt schon wieder nicht seine Farbe. Funktioniert das natürlich nicht mit den roten da hinten nehmen. Oh, Alter. Das ist wieder so ein grüner HP. Und den Angriff drin verschwenden. Ach du Kacke, wird das eine lange Folge. Oh, wir machen hier jetzt auf jeden Fall noch den Multi. So, wie sieht denn das jetzt überhaupt aus mit dem Awaken bei ihm? Das sind ihn auf jeden Fall, genau, und von ihm fehlen noch drei, die machen wir jetzt aber nicht noch. Aber hier sein Super Attack Level ist auf 6 geblieben. Das ist also schon mal beantwortet. Es bleibt beim Dokkan Awaken erhalten. Das ist natürlich sehr geil. 55 Level. Wir brauchen allerdings 59 Level. 58, ja. 59, wunderbar. Mal, der braucht jetzt noch die drei. Wir können höchstens mal bei Babas Shop gucken. Oh, hat sie sogar da. Gut, dann kriegen wir hier noch den Z-Awaken mit drauf. Hätten wir ihn dann in der SSR. Oder was? Wieso geht denn der jetzt nur SSR?
Och nee, habe ich das jetzt quasi so komplett gewastet oder was? Oder bin ich da irgendwas falsch verstanden oder? Stand doch eigentlich als UR drinne. Der scheiß blaue ist ein UR. Na super. Na klasse. Und ich habe natürlich nicht bei denen hingeguckt, aber nee, das waren ja alle die Stärke hier. Gut, dann ist der hier wahrscheinlich über die Beschwörung zu bekommen. Na gut, dann war das quasi ein bisschen heftig umsonst. Also so richtig für den Arsch. Na gut, was heißt für den Arsch? Ist abgeschlossen das Event. Wir haben den Charakter davon fertig gemacht. Ist schon okay. Dann können wir beim nächsten Mal die anderen Events angucken. Und ja, wahrscheinlich dann den Goku auf Super Saiyajin Awaken. Na gut, macht's auf jeden Fall erstmal gut und wir sehen uns in der nächsten Folge.